Ich bin heute in Mitterteich und Mitterteich ist eine Kommunbraustadt. Das klären wir gerade, was das bedeutet. Ich bin bei Rainer Gottas. Ein Kommunbrauhaus ist was ganz Spezielles. Das hat auch zu tun mit dem Begriff Zeugel. Ja. Und wobei der Begriff Zeugel auch kommt vom Zeigen. Wenn jetzt jemand einen Zeugel ausschenkt, dann hängt der einen Zeugelstern aus seinem Haus raus und dann weiß man, dort gibt es Zeugel. Das ist jetzt der Zeugelstern? Das ist jetzt der Zeugelstern, ja. Das schaut aus wie ein Jungstern, hat aber mit dem Jungstern nichts zu tun. Ja, das symbolisiert das eine Mal das Feuer, Wasser und Erde, also die Symbole. Und das andere ist dann das, was halt damals bekannt ist, Hopfen, Wasser und Malz. Ja. Entweder ein Zeugelstern oder so eine kleine Fichte, so Buschen halt, hängt man draußen und dann weiß man, da gibt es Bier. Ja. So schaut es aus, wenn bei uns dann Buschen draußen hängt und kein Stern. Weil ich glaube, möglich, dass es sogar in der Hitlerzeit damals ein bisschen verpönt war, den Stern rauszuhängen, dass es dann der übrige geblieben ist, den Buschen rauszuhängen. Das gibt es nicht immer, das ist eigentlich das so. Das gibt nichts immer, das sind meistens so für eine knappe Woche und dann ist wieder für 4 Wochen mal wieder Ruhe. Ja, und da muss man wieder warten, bis dann der Nächste dann aufmacht. Ja. Und das hat eben mit diesen Kommunbrauhäusern zu tun. Jetzt müssen wir den Begriff mal klären. Was ist also ein Kommunbrauhaus? Also was Gemeinschaftliches, Genau. ist der Name. Also ein Kommunbrauhaus ist das Haus hier, wo Bier gebraut wird und es wird von der Stadt Mitterteich unterhalten. Jeder, der Eigenheim besitzt, hat die Berechtigung, hier Bier zu brauen. Also wenn ich hier ein Haus habe? Wenn Sie ein Haus haben, könnte hier gehen, können Sie hier reinkommen und dann bestellen. Müssen Sie halt dann einen Sud abnehmen und der Sud umfasst 4200 Liter ungefähr. Okay. Ist ein bisschen viel für einen Haustrunk. Mhm. Ja. Aber jeder, der hier Grundbesitz hat oder Hausbesitz hat, darf hier brauen bei uns im Mitterteich. Die Mieter dürfen nicht, das ist eigentlich unfair. Nein, Mieter leider nicht. Nein, das ist die dürfen nicht so dann geil. Das Bier, aber das Zeug. Man muss halt dann selber den Malz mitbringen, den Hopfen mitbringen, die ganzen Sachen und die Hefe, die ganzen Sachen. Man braucht dann noch dazu einen Keller, wo man das dann lagern kann, das Bier, oder einen Kühlraum. Bei uns ist es dann meistens so, dass die Keller sind. Keller, die sind dann meistens so 2 Stockwerke. Tief gelegen und da hat man dann garantiert eine Temperatur von unter 10 Grad und es ist dann für das untergärige Bier, was hier gebraut wird, natürlich ideal. Das ist spannend, also die Infrastruktur, das Sudhaus wird zur Verfügung gestellt, den Rest bringt man mit und nimmt die Würze auch wieder mit. Genau, und dann man muss halt dann einmal ein Kesselgeld zahlen an die Stadt, das sind so um die 800 bis 900 Euro. Da drin sind dann, wie man hier sieht, die Kohle enthalten, die Heizmaterial, das Wasser und der Strom. Ja. Und dann alles andere muss man natürlich dann auch machen. Hier sieht man ja auch die Fässer dann, mit denen es dann nach Hause transportiert wird. Und jetzt habt ihr es gerade schon gesehen, Brennmaterial, das deutet darauf hin, dass das Sudhaus nicht so eins ist, wie man häufig sieht, sondern ein spezielles. Das schauen wir uns doch am besten mal an, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt der Sudkessel. Das ist der Kessel, der ist auch beheizt, ist der. Und weiter oben sieht man noch einen Kessel. Das ist der Maischebottich. Der ist nicht beheizt. Der kriegt auch dann das warme Wasser, was man dann zum Einmeischen der Gerste braucht, kriegt er dann von hier unten dann von dem raufgepumpt. Sehr schön, diese Treppe aus Gusseisen. Hi. Ja. Hier sieht man dann noch dann zum Schluss noch die Rutsche. Da kommt dann der Treber dann raus. Ja, dann kommt dann hier jemand vom Bauernhof mit einem kleinen Hänger und dann wird es als Viehfutter dann verwendet. Gehen wir nach hinten. Hier sieht man die große Ofenöffnung. Da kann man dann da oben reinschauen, was für ein Riesen. Oh ja. Das ist da oben. Das geht unter der ganzen Pfanne durch. He? Ja. Unglaublich, ja. Und die Kunst natürlich beim Bierbrauen ist es, man muss ja die Stufe 70 bis 75 Grad einhalten. Ja. Ja. Mhm. Und das muss natürlich mit dem Ofen hier passieren.
Und da gibt es einen kleinen Trick dazu, wie man das machen kann. Ja. Also wenn ich jetzt die Temperatur, wenn die steigen soll, dann wird ja oben hier die Klappe zugemacht. Hier unten wird aufgemacht, dass der Zug von unten kommt und zieht dann durch die Feuer dann rauf und dann steigt die Temperatur in den Ofen. Die Temperaturregelung. Wenn ich dann die Temperatur von 70 Grad erreicht habe, dann macht man hier unten zu und macht hier oben auf, dass er von oben Luft kriegt, dann strömt es ein bisschen und dann bleibt die Temperatur so auf die 70 bis 74 Grad stehen. Das ist so ein kleiner Trick, den es macht, Vanessa. Ja. Das ist hier eine Wasserzirkulation, das läuft hier kalte Wasser runter und hier ist warme Wasser wieder rauf. Das ist hier so eine Schlange drin im Ofen und da wird dann das Wasser vorgeheizt fürs Einmeischen. Hier ein richtiger Läuter. Das ist hier zum Abläutern. Ja. Und hier haben wir dann den Sudkessel. Der führt, wenn er voll ist, sind ungefähr 4200 Liter drin. Also 42 Hektoliter fast hier so ein Sudkessel. Wie oft ist denn jetzt das in Betrieb? Also es wird aufs Jahr so? Ungefähr 50 Mal wird im Jahr gebraut. Okay. Ja. Also eigentlich jede Woche? Genau, fast jede Woche wird einmal gebraut. Das ist jetzt der Maischebottich. Da sind jetzt die Gitter ein bisschen rausgelegt. Die werden dann, kommen natürlich unten rein. Genau. Ja. Ja. Der ist etwas kleiner wie der Sudkessel. Deswegen haben wir hier auch eine Wasserlanze. Die dreht sich dann zum Schluss hin beim Abläutern und spült dann den Rest noch, der in der Maische sich noch drin befindet, noch raus und wird dann damit aufgefüllt auf die 4200 Liter. Obacht! Hier, das ist dann so ein Brotzeitstubel. Wenn dann zwischendurch einmal wegen Zeit ist, dann wird sich hier dann... Der Schalando eigentlich. Da wird dann mal wieder verkostigt, auch was man so in der Vergangenheit gebraut hat, ob das auch noch schmeckt. Ja. Hier, das ist der Vorratsbehälter. Hier wird das warme Wasser gesammelt, fast unten, wo ich gesagt habe, wo die Zirkulation auch drin ist. Das sind hier dazu mal so die Malzsorten, die verwendet werden. Pilsner Malz wird meistens verwenden, das Wiener Malz oder das Münchner. Der kommt halt verschiedentlich. Da hat jeder Brauer sein eigenes Rezept. Hier haben wir noch die alten Transmissionen. Mit denen werden die einzelnen Elevatoren angetrieben. Und auch früher sind auch die Pumpe damit angetrieben worden. Hier sieht man mal den Elevator. So schaut es aus in den kleinen Schälchen. Wird dann das Malz von unten nach oben gefördert zu der Schotmühle. Hier haben wir das Kühlschiff. Ich fasse es ja nicht. Wenn dann beim letzten Vorgang, nachdem 2 Stunden lang dann der ganze Sud nochmal aufgekocht wurde, dann kommt es hier durch dem Rohr, kommt dann der Sud hier raus, läuft nochmal hier grob durch so ein Sieb durch. Das läuft dann hier in das Kühlschiff rein. Hier haben wir ein paar Kühlschlangen drin, damit es schneller abkühlt. Und dann bleibt es dann, wenn es so am Spätnachmittag hier raufkommt, dann noch ein bisschen am anderen Tag in der Früh, so um 5 Uhr, 6 Uhr hier rum und dann wird es nach Haus befördert. Hier oben sieht man noch ein paar Stählen. Ja. Mit dem wird dann das Bier ab und zu mal ein bisschen noch bewegt. Anfangs, damit es sich dann ein bisschen mischt, also durch, damit es schneller kalt wird. Und vor allen Dingen durch die Bewegung, durch die Oberflächenbewegung wird das Bier auch ein bisschen mit Sauerstoff angereichert, das dann für die Vergärung auch wieder vorteilhaft ist. Jetzt gehen wir noch mal eins höher, auch wieder am Kopf aufpassen, das ist jetzt alles eng. Das ist jetzt noch mal eine alte Putzmaschine. Da ist früher das Malz noch mal ein bisschen gereinigt worden. Da waren doch Staubpartikel oder ein bisschen Schmutzpartikel mit dabei. Und damals ist dann hier das ein bisschen sauber gemacht worden, erst noch bevor das dann geschrotet wurde, die ganzen Sachen. Okay. Jetzt beziehen wir ja das Malz von der Malzerei und da braucht man nichts mehr machen. Ja, das ist super rein, sauber alles. Hier sieht man nochmal die Transmissionanzeige hier. Ja. Jetzt haben wir hier natürlich den Motor. Früher ist es alles mit den Riemen gemacht worden, unten, wo ich gesagt habe. Und hier sind dann die Elevatoren auch drin. Und hier kommt es dann durchs Rohr, läuft es dann hier rüber in die Schrotmühle. Früher ist auch Folgendes noch gewesen. Vorhin haben wir ja die Schälchen gesehen. Teilweise ist dann nach den Schälchen, wie so viele Schälchen da reingelaufen worden sind, nachdem ist auch dann die Steuer berechnet worden.
Ja, das war schon, hat schon Sinn gehabt. Da war dann ein Zählwerk auch an den Schrotmühle dran. Der hat das dann hochgerechnet und hochgezählt, wie viele Schälchen reingekommen sind. Und das hat dann der Steuerbeamte dann abgeschrieben. Und nachdem ist es berechnet worden, was sie an Steuer zahlen müssen. Jetzt geht es nach Liter, was halt Ding, was jeder Steuer quasi. Ja, ja. Gehen wir wieder runter. Aufpassen wieder auf den Kopf. Oh ja, du. Ja, die Treppen, ja, die sind Treppen auch nicht sind ganz auch ein wenig anders, ja. Muss man also sorgfältig. Sind nicht. Auch schon ziemlich abgewetzt vorne so. Ja, ja. Echter Zeugel vom Kommunenbrauer. Mhm. Das ist jetzt an sich die geschützte Marke, die für den Kommunenbrauer gilt. Und die gilt für hier Mitterteich und für die anderen Kommunenbrauhaus auch. Weil mittlerweile jede Brauerei im Prinzip auch einen Zeugel brauen kann. Eins muss dazu sagen, einen echten Zeugel gibt es nicht in Flaschen. Es sind bloß Flaschenbiere von den Hausbrauern. Damit die nicht ein ganzes Fass immer aufmachen müssen für zu Hause, haben die sich mal ein paar Flaschen besorgt und haben es dann in Flaschen abgefüllt. Ansonsten gibt es kein Zeugel in Flaschen. Ja. Das ist wichtig. Das ist wichtig, ja. Ja, ja. Weil alles, was in den Kaufhäusern verkauft wird in Zeugel, das ist kein echter Zeugel, das ist Brauereizeugel alles. Echtes Zeugel vom Kommunenbrauhaus ist also geschützt, außer man schreibt es mit C, raffiniert. Das ist ein Zeugel der Hösl-Brauerei, die liegt ungefähr 300 Meter entfernt von der Kommunenbrauerei in Mitterteich. Und hier das Ganze noch in neuem Design, das ist ziemlich cool geworden. Das sind also Brauereizeugel, wie es viele Brauereien brauen, zum Beispiel auch die Schwester Doris in Mallersdorf. Wenn Sie ein Bier trinken? Ja, genau. Sollte man das probieren, oder? Genau. Muss ja ein normales Bier, ein helles oder ein Zeugel? Unechtes Zeugelbier, deshalb auch in der Flasche, weil echtes Zeugelbier von der Kommunenbrauerei mit K gibt es nicht in der Flasche, außer für die Hausbrauer. Und diese Flaschen lagern dann in einem der vielen Gewölbekeller in Mitterteich. Rainer hat mir so einen gezeigt. Eine Flasche echtes Zeugel hat es doch tatsächlich in die Schweiz geschafft. Zum Wohl, Kommunenbrauer. Zeugel, so oder so, also unecht oder echt, wie auch immer. Lecker, also lasst's einfach zeugeln. Echt, unecht.